Präsident des Landes Niedersachsen, schön, dass Sie da sind, und Vorsitzender der CDU Niedersachsen, Jörg Stiens, bei Hauptsponsor und Geschäftsführer der Solartechnik Stiens GmbH und Co. KG, sowie die Siegerin Eva Bitter und die zweit- und viertplatzierten Hugo Simon und Frau Privat. Eva, das erste Wort geht mal der Siegerin. Am Freitag den Preis der Deutschen Messe gewonnen, heute großen Preis, und das mit dem Langbeschäder Satisfaction hast du in Niedersachsen aber ganz schön verwöhnt, oder? Ja, denke ich mal, dass das wirklich für das Land Niedersachsen jetzt auch ganz schön war, hier dieser Auftritt schon am Freitag und dann heute. Finde ich auch, oder es ist eine besondere Ehre, dass dann auch sozusagen der Chef des Landes Niedersachsens hier bei dieser Veranstaltung dabei gewesen ist oder jetzt auch hier dabei ist. Und ja, ich freue mich unheimlich darüber, wie konstant der Satisfaction jetzt sich hier auf dem Turnier gezeigt hat. Zweimal gestartet und zwei Siege jetzt mit nach Hause gebracht, und ja, besser kann es nicht laufen. Hugo Simon, an diesem Wochenende das Spielchen so ein paar Mal knapp verpasst. Waren Sie sehr angespannt im Vorfeld heute, oder sind wir das mittlerweile eigentlich ein bisschen gelassener? Ja, ich glaube, wenn man so lange dabei ist wie ich, sieht man das gelassener. Ich hatte auch fast außer im ersten Spiel, wo ich Dritter wurde, immer einen Fehler, was mich ja wirklich nicht nervös macht, aber unzufrieden macht. Und heute habe ich gedacht, im Umlauf schon wieder ein Fehler. Ich denke, nein, nein. Und dann habe ich, was nicht meine Art ist, normalerweise greife ich immer voll an, aber heute habe ich gedacht, am letzten Sprung hast du schon so viel Sprung verloren, heute gibst du mal ein bisschen Acht. Gut, bin ich auf dem zweiten Platz, aber trotzdem sehr zufrieden. Das Publikum will die, das merkt man, wenn Sie einreiten, wenn die Stimmung immer noch so ein bisschen hoch ist. Das ist der Grund, warum Sie immer noch dabei sind? Der Grund, warum ich noch dabei bin, weil der liebe Gott hat mir eine gute Gesundheit gegeben, dass ich meinem hohen Alter einfach noch den Sport so mitmachen kann. Und wenn ich die Jungen ein bisschen ärgern kann, macht mir Spaß. Herr Köhlmann, zufrieden mit dem dritten Platz oder so eher ein bisschen gemischte Gefühle? Nein, super zufrieden, war ein toller Erfolg für mich. Ich habe das Pferd noch nicht so lange, das ist im Grunde das dritte Turnier und der erste ganz große Preis, und es lief ganz toll, und ich bin ganz glücklich. Frau Schoppenmüller, was bedeutet das jetzt hinsichtlich des Rankings Eidersdorf? Ja, ich glaube, Heiko hat ein bisschen aufgeholt. Eva ist Dritter, also wir werden in München nächste Woche spannenden Sport sehen. Und das hat sich alles noch ein bisschen näher zusammengedrängt, und deswegen finde ich das ganz gut. Gratulation auch an Hugo. Ich habe ihm draußen schon gesagt, ein bisschen mehr Erfahrung, dann geht das noch was. Aber wirklich gut, wenn das dann noch ein bisschen besseres Pferd wäre, dann glaube ich, Eva hätte es schwer gehabt. Also ich hatte es früher schon schwer genug mit ihm. Ja, also ich kann noch kurz dazu fügen, dass das erste Mal in meinem Leben ist, dass ich schneller geritten bin als Hugo. Aber er hat ja auch gesagt, er ist nicht volles Risiko gegangen. Also von daher. Herr Stiens, neuer Partner der German Classics. Gefällt es Ihnen bei den Pferden? Was sagen Sie? Jawohl, gefällt uns gut. Die drei Tage, die wir hier verbracht haben und die verschiedenen Programmpunkte gesehen haben, hat uns toll gefallen. Und ja, hat uns begeistert und ist sehr lebhaft und sehr abwechslungsreich. So, Herr McAllister, wie sieht das denn aus jetzt, die German Classics aus Sicht eines Ministerpräsidenten? Und was bedeutet diese Veranstaltung für Niedersachsen? Ich bin heute gerne mit meiner Familie von Bad Wedakeser nach Hannover gekommen, um mit dabei zu sein, und habe selbstverständlich gerne die Schirmherrschaft der 10. German Classics übernommen. Und ich wiederhole das, was ich vorhin gesagt habe, wenn gerade eben die Siegerin aus Bad Essen kommt und damit aus Niedersachsen, und das siegende Pferd auch aus Celle kommt und in Niedersachsen ist, dann ist das eine tolle Werbung für das Pferdeland und für das Reitsportland Niedersachsen. Wir haben ja in Niedersachsen sehr viele Reitturniere, auch große Reitturniere, traditionsreiche Reitturniere, aber German Classics in Hannover sind halt was ganz Besonderes. Das ist die führende Reitsportveranstaltung in unserem Land. Und also Niedersachsen war gerade eben überall vorne und oben. Und so soll es bleiben, auch mit Blick auf das Spiel zwischen Hannover 96 und Hoffenheim. Ja, Frau Schoppenmüller, wie
Zufrieden sind Sie mit dem Wochenende soweit? Noch ist es ja nicht ganz vorbei, aber vielleicht können Sie schon mal ein kurzes Resümee geben. Ja, gebe ich gleich noch eine kleine persönliche Angelegenheit. Es gibt unter den Journalisten eine Persönlichkeit, die immer im Fernsehen moderiert hat und die mir gestern gesagt hat, ich mache das heute zum letzten Mal. Hartmann von der Tann. Ich darf dir zum Abschied, wobei das kein Abschied sein soll, sondern nur ein Dankeschön für die ganze Zeit. Eine Flasche Sekt und wir haben Classics. Kannst du die irgendwo hinhängen oder auch wegschmeißen? Danke, Paul. Vielen herzlichen Dank. Ja, nochmal vielen Dank, Hartmann. Ich meine, das war nötig. Hartmann hat uns in der ganzen Zeit, er war ja auch in der ARD in führender Position, uns geholfen, mit unserem Sport im Fernsehen zu bleiben. Und ich glaube, das spreche ich nicht nur für mich, sondern für viele. Und er hat Großes für den Reitsport getan. Umso bedauerlicher fand ich es, dass er aufhört. Aber er sagt zu mir, ich will dann aufhören, wenn es noch geht. Und ich will nicht rausgetragen werden, sondern stehen gehen. Und letztendlich muss man das akzeptieren und ich finde es auch gut. Okay, Turnier zurück. Ich habe gestern gesagt, 30.000 Zuschauer. Ich habe natürlich keine Ahnung. Meine Frau hat mir fast Knie getreten. Wir hatten im letzten Jahr 42. Und ich glaube, dass diese Zahl etwa wieder so hinkommt, vielleicht leicht überschritten wurde. Wir waren auch im letzten Jahr relativ ausverkauft bei den Hauptveranstaltungen, in diesem Jahr auch, und hatten gute Atmosphäre, hatten gute insgesamt, wie man im Englischen sagt, Facilities für Reiter, glaube ich, für den Zuschauer. Ich hoffe, den Medien hat es auch gefallen. Ich bedanke mich auch hier jetzt bei der Schlusskonferenz bei den Medien für die rege Mitarbeit. Und hoffe, dass das dann, wir haben jetzt noch Fahren, irgendwie so zu Ende geht wie eben, mit guten und spannendem Sport und ohne Unfälle und viel Begeisterung. Dankeschön, Frau Schuppenhöhle. Gibt es noch Fragen von Ihrer Seite? Frau Hennig. Eine Frage an Frau Bitter. Satisfaction hat ja schon viele Eskalationen. Hat er jemals so einen großen Erfolg gehabt, international gewonnen? Nee, weder Satisfaction noch ich. Nee, also wirklich, das ist, das war eine Reiterstock-Qualifikation, die ich mal gewonnen habe. Und ich war mal Dritter in dem Finalspringen in München. Das wäre natürlich toll, wenn ich das nochmal irgendwann wiederholen könnte. Aber nee, Satisfaction hat absolut noch nicht so einen Sieg gehabt. Ist das höher einzuschätzen als deutsche Meisterschaften bei den Springreiterinnen? Definitiv, ja. Also ist das der größte Erfolg im Prinzip? Ja, doch, kann man wirklich so sagen. Ein paar Nationenpreise auch, der Bohl und Higstedt damals mit meiner Studie Luna Luna. Das waren auch so Zeiten, wo ich auch sowas in der Art dann doch auch mal gewonnen habe, was so hoch einzuschätzen ist. Aber das ist auch schon lange her und jetzt ist das absolut so der größte Erfolg. Ja. Du bist ja jetzt ganz dicht dran eigentlich im Ranking. Was hast du dir denn jetzt für München vorgenommen? Ja, ich hatte jetzt noch nicht so viel Zeit zum Überlegen, aber das ist ja auch gar nicht so schlecht manchmal, wenn man nicht zu viel überlegt. Das Pferd ist super in Schuss, der wird jetzt bis zur nächsten Woche, wird ja nur leicht gearbeitet, werde ich nicht viel mitmachen. Es geht ja schon am Mittwochnacht oder sowas, werden wir wieder losfahren. Und ich habe jetzt noch nicht so ganz genau die Ausschreibung von München im Kopf, ob ich ihn vielleicht nur warm habe oder und dann Samstag, Sonntag oder ob er Freitag ins Springen gehen kann und dann Sonntag, muss ich mal gucken. Ich muss mich auch erstmal qualifizieren da wieder für den großen Preis. Ich denke, dafür nehme ich auch Staccato wieder mit, der sich ja wirklich gut gezeigt hat. Vielleicht geht sogar Staccato am Sonntag in München, ich weiß es noch nicht. Muss ich mal jetzt die Woche übersehen, wie die Pferde so drauf sind. Wenn es das war von meiner Seite, dann war es das von meiner auch. Ich bedanke mich, schön, dass Sie alle dabei waren, schön, dass Sie alle hier waren. Ja, ich möchte mich entschuldigen.